wir mit diesem Video anfangen, habe ich noch eine ganz wichtige Information für euch, Freunde. Und zwar verlose ich gerade zusammen mit Rode zweimal das NT-USB Mini an euch. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung zu klicken, dort auf das Video zu gehen, Hashtag Rode zusammen mit eurem Instagram-Namen in die Kommentare zu schreiben. Und das Gewinnspiel endet dann am 30. November 2020. Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Newcomer-Reaction hier auf diesem Kanal. Und zwar heute zu einem, ja, ich würde sagen, ganz besonderen Künstler. Und zwar reagieren wir heute auf den neuen Song von Nisa. Der Song heißt Ola Mam. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Ich schätze mal, es ist türkisch. Kann ich jetzt leider nicht. Aber ja, ich bin gespannt, ob der Song an sich dann auf türkisch sein wird oder irgendwie gemischt oder keine Ahnung. Wie auch immer, Freunde. Das Besondere ist, dass er tatsächlich mal jemand ist, der hier mehr oder weniger aus meiner Nähe kommt und einer der wenigen Leute hier aus meinem Umkreis ist, der sich dabei ist, irgendwas aufzubauen und irgendwas so in der Richtung aus sich macht, was ja nice ist, dass es überhaupt irgendjemanden hier gibt. Ich würde sagen, wir gönnen uns den Song. Den letzten habe ich auch angehört gehabt. Ich kenne auch alte Songs von damals noch und so. Genau, der letzte Song hat über 1 Million Aufrufe, was mega, mega stabil ist auf jeden Fall. Und deswegen würde ich sagen, Freunde, wir starten rein hier. Ich bin gespannt. Wir lassen hier schon mal ein Like da natürlich. Ganz wichtig noch vorab, ganz schnell, Freunde. Und zwar habe ich hier ein Paket. Das packen wir bei 10.000 Abos aus. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Abo da. Es fehlen immer noch etwas über 1.000. Also vielleicht kommen wir immerhin auf die 9.000 oder so übers Wochenende. Wäre geil. Das sind, glaube ich, so um die 100 Abos. Ich denke, das könnte irgendwie möglich sein. Wenn es euch gefällt, dann supportet gerne, Freunde. Ich würde mich sehr drüber freuen. Und dann, wie gesagt, packen wir auch dieses Paket hier aus. Ansonsten Verlosung mitmachen. Let's go. Genau, das hier kenne ich schon. Das war der Trailer auch bei Instagram gewesen. Mit den Nachrichten hier irgendwas mit 1 Million Aufrufe, schätze ich mal. Ich verstehe davon nicht viel, aber das, glaube ich, habe ich immerhin verstanden. Boah, okay, die Aussicht schon. Habe ich gesehen, dass die das irgendwo in der Türkei gedreht haben, wie man auch schon an der Flagge erkennen kann. Muss ich auch sagen, sieht krass aus. Geiles Detail. Okay, geil, Mann. Was ein krasser Übergang. Dann komm da, Richtung Nimmerland, Kicke, Flasche, Perrier, grad uns so eine Kippe an. Du willst reden, aber Bro, bitte stell dich hinten an oder schick mir einfach DM über Instagram. Aber ob ich seh, Bruder, denk geil, Mann, ey, ich schwör, sehr, sehr nice. Insofern können wir auf jeden Fall sagen, ist nicht nur türkisch, was gut ist, weil ich dann auch irgendwas davon verstehe. Videomäßig macht's auch einen krassen Eindruck. Auch alleine, weil es halt nicht in Deutschland oder so gedreht ist. Das macht das Ganze eh schon ein bisschen besonders. Geile Autos sind auch am Start. Die wurden allerdings, gut, in der Türkei auch etwas schwierig. Die sind allerdings mal tatsächlich nicht aus Nürnberg von Christoph Zitzmann, sondern in dem Fall halt irgendwo anders. Wobei, das sind sogar deutsche Kennzeichen. Das sind auch deutsche, sind das deutsche? Ich glaube, ich sag lieber gar nichts dazu. Keine Ahnung. Jetzt ist es irgendwie peinlich. Sie wollen mit mir chillen, doch sie sind nicht in meinem Radar. Gott sei Dank ist meine Zukunft heute endlich glasklar. Bitte Finger hoch, heute an jeden kleinen Bass. Grüße Münden in der Ex-Janular. Was soll man sagen, Mann, das Video ist, sieht krass aus. Alleine nur hier diese Aufnahmen. Der Hintergrund, Bro, wild. In der Ex-Janular. Sarman und Date, die Semle, Olama. Şimdi yana yana beni soruyor, zoru yapamam, senle olamam. Gözümün önünde eski anılar, yapayalnız yürüdüm ben yolumda. Eski dostlar şimdi beni soruyor, zoru yapamam, size olamam. Canlı canlı bana bak, nakit para yanımda. Hadi parlamenti yak, otoban yollarında. Benim manitama bak, çanta Balenciaga. Hayat artık... Ganz kurz, Balenciaga habe ich auch verstanden. Çeker gibi tadı vanilya. Oy selam aleyküm, burada ge sayonara. Damals war ich nichts, für euch war ich ein Versager. Heute auf einer Yacht und Terraria Katara. Alles läuft nach Plan, guck ich mach heute mein Plan. Ich muss auch sagen, was Flow angeht, generell, wie der Song einfach klingt, der Sound davon, die Stimme, alles Mix, alles echt geil bei dem Song.
und sehr, sehr hochwertig, auch was das Video angeht. Und genauso muss man das auch machen. Und dann wird dabei auf jeden Fall, denke ich mal, oder hoffe ich mal, auch noch viel mehr dabei rumkommen. Aber insofern mit 1 Million Aufrufe beim letzten Video ist er auf einem guten Weg. Ich denke auch, ich weiß gar nicht, ob der letzte Song in den Trends war. Ich glaube sogar schon, oder? Ja, ansonsten bei dem hier kann ich es mir auch gut vorstellen. Normalerweise, gerade wenn man dann schon mal so einen krassen Schritt geschafft hat, dann sollte YouTube ja irgendwie auch gönnen. Hoffe ich in dem Fall auch mal. Übrigens auch ungewohnte Release-Zeit. Also wir haben 21.31 Uhr. Es kam schon eine Reaction online. Dann kommen die und dann kommen nochmal um 23 Uhr ein. Und dann kommen heute Abend natürlich um 0 Uhr die anderen. Schlafrhythmus natürlich absolut grandios. Meine alte Ex hat gesagt, ich soll gehen. Damals war sie meine Clio viel zu unbequem. Heute will sie mit dem Rari eine Runde drehen. Baby, tut mir leid, sorry, ich hab keine Zeit. Küsse Münden in der X-Janula. Zaman und das ist ein Lollamann. Şimdi yana yana beni soruyor. Sorry, yapamam. Ich finde auch die Mischung geil aus Deutsch und Türkisch. Ich generell, also ich finde immer so Songs, die zwei Sprachen beinhalten, generell irgendwie geil. Also das kann dann insofern schon nicht langweilig werden. Abwechslung ist automatisch dabei, aber auch ansonsten, ich finde einfach generell geiler Sound bei ihm. Also gefällt mir gut der Song. Irgendwas mit surreal könnte auch drin vorkommen. Keine Ahnung. Okay, Freunde, das war's mit dem Song. Geht gerne rüber. Lasst bei ihm ein Like da, irgendwie Kommentar, irgendwas. Supportet einfach schön, Freunde. Gönnt ihm einfach an der Stelle. Das war's mit dem Video hier. Ich würde mich sehr über ein Like und vor allem ein Abo freuen, damit wir zu den 10.000 kommen. Wäre geil, wie gesagt, irgendwie 9.000 oder so übers Wochenende. Das, ja, wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Video, was ja, wie gesagt, heute auch ja, nicht schwer sein wird, das mitzubekommen. Also es werden genügend Videos online kommen. Insofern braucht ihr euch da keine Sorgen machen, Freunde. Wir sehen uns später wieder. Bis dahin. Ciao.